Ich zählte zu den besten Generälen dieses Landes. Ich habe mein ganzes Leben lang für dieses Land gekämpft. Den Adligen war ich ein Dorn im Auge, denn der König hörte auf meinen Rat. Und sie sahen ihre schmutzigen Geschäfte in Gefahr. Ich habe nicht mit ihrer Hinterhältigkeit gerechnet. Sie haben des Königs Frau benutzt, um mich zu kriegen. Der sinnlose Mord an ihr wurde mir angehängt. König Roba blieb keine Wahl. Meine Verdienste um das Land retteten mich vor dem Strick, aber sie haben mir meine Freiheit genommen. Eines Tages werde ich wieder frei sein. Dann werde ich zurückkehren und ich werde Rache nehmen. Ich werde mich rächen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic. Und vielen Dank an Lee für diese kleine Erinnerung, dass es hier darum geht, auszubrechen. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Okay. Dann lass uns büßen lassen. Ich will die Rüstung. Verdammt. Ach, das klappt jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Na gut, dann muss ich halt wohl bereit werden für den nächsten Kreis der Magie, in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann die Robe kriege. Ich könnte mich aber schlau machen, was ich tun muss, um die Robe zu kriegen. Ob ich da einen gewissen Level brauche, oder einen gewissen Kreis der Magie, oder eine gewisse Anzahl Mana, oder was auch immer. Keine Ahnung, ich könnte Lefty verprügeln. Ach was, so gemein bin ich nicht. Ach ja, wie komme ich denn jetzt am besten wieder ins Orkgebiet? Da muss ich eben aufpassen, was man. Könnte doch. Warte mal, ich will doch ein bisschen leveln. Ich kann doch da unten bestimmt. Da waren doch ganz viele Blutfliegen mal, oder habe ich schon aufgeräumt? Nein, habe ich nicht. Yeah! Blutfliegen töten! Und Scavenger! Ja! Da kriege ich wieder frisches Fleisch her. Yay! Hab ja nicht mehr genug oder so, ne? Hallo? Hallo, könnt ihr bitte herkommen? Könnt ihr mich bitte angreifen? Nicht Schaden machen, nur angreifen, ja? Könntest du bitte treffen? Könntest du bitte treffen? Geht doch. Ich nehme die Viecher immer noch aus, obwohl ich... Wie viele Flügel habe ich? 59. Okay, gar nicht mal so viele. Dann habe ich die mal vor kurzem vertickt. Aber ich habe so dermaßen viel Erz. Ich brauche das hier eigentlich gar nicht, oder? Ach komm, was soll's. Ich nehme es mal mit. Einfach nur, weil ich Verschwendung nicht ab kann. Naja, immerhin... Im Gegensatz zum Anfang, wo schon so eine einzelne Blutfliege ein kleines Problem für mich war, ich als selbst mit dem ganzen Schwarm einfach ja, ziemlich gut zurecht. Die haben hier, zwei Lebenspunkte abgezogen. Korrektur, das waren wohl die Scavenger, die mir Lebenspunkte abgezogen haben. Oder machen die beiden gleich viele Schaden, beide gleich viel Schaden? Das kann natürlich auch sein. Dass ich bei den Fliegen zweimal hier einmal, oder bei den Fliegen einmal hier zweimal getroffen wurde. Keine Ahnung, egal. Ich hab's geschafft. Aber ich bin noch nicht gelevelt. Ich brauche noch 1120. Höllenpilze, ja. Das ist so ein Unsinn. Wir geben Mana dazu, aber das ist wohl nur in Gothic 2 so. Oder funktioniert es vielleicht erst, wenn ich einen magischen Kreis habe? Das könnte ja sein. Ich sollte vielleicht nochmal versuchen, Höllenpilze zu futtern. Okay, wenn mich nicht alles täuscht, ist da drüben Orkgebiet. Hinter dem See, also auf der anderen Seeseite. Naja, okay, nicht ganz, aber das ist ein relativ kurzer Weg von hier dorthin. Also von hier zum Orkgebiet. Einfach durch den See. Und in der Magierrobe zu schwimmen, halte ich ja persönlich für keine so besonders gute Idee, aber es scheint zu funktionieren. Also gut, dann werde ich mal nicht widersprechen. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwas. Schade. Ach,
nach drüben, ne? Würde ich mal sagen. Ich habe irgendwas hier sich bewegen gesehen. Ah, ein Lurker. Sehr schön. Vielleicht noch ein bisschen Erfahrung einsacken. Wie viel brauche ich denn noch? Ah, jetzt noch 950. Das ist machbar, das bisschen Erfahrung noch zusammenzutreiben. Hä? Warum fliegt ihr einfach weg? Habt ihr keinen Bock zu kämpfen? Oder was ist los? Wo sind die anderen hin? Das waren doch vier. Hä? Das waren doch gerade vier Stück. Wo sind die hin? Egal. Die hier geben noch bessere Erfahrungen. Bin ich jetzt hier nicht in der Nähe von dem Stonehenge, den ich mit Milton durchsucht habe? Der müsste doch da hinten irgendwo sein, da rechts. Jetzt komm halt her! Meine Güte. Das Essen ist halt, ich muss halt immer so ein bisschen warten, weil er nur bei dem ersten Schlag, nämlich den, bei dem Schlag von oben nach unten, sich neu ausrichtet in Richtung der Gegner oder in Richtung des anvisierten Gegners. Alle weiteren Schläge der Kombination gehen immer nur geradeaus nach vorne. Wie hier. Und ich kann auch nicht in der Kombination einen anderen Gegner anvisieren. Sondern sobald ich den anderen anvisiere, fange ich wieder an mit dem ersten Schlag. Das ist ja an sich eine gute Idee, sag ich mal, weil man dann sich jedes Mal neu ausrichtet in Richtung des Gegners, aber manchmal klappt es halt nicht. Und deswegen mache ich dann gelegentlich beim Kampf auch eine kleine Pause, so ein, zwei Sekunden. Um, wie gesagt, halt einfach dann beim nächsten Schlag direkt wieder in Richtung des Gegners zu gehen. Und gerade bei den hochfliegenden... Gerade bei den Blutfliegen, die so hoch fliegen, die man zum Teil nur trifft, wenn man wirklich ganz genau in ihre Richtung zielt, ist das nötig. So, da war doch ein Schattenläufer. Oh, und Pflanzen. Erstmal den Schattenläufer. Komm her. Den letzten hat Gorn gemacht. Dich kriege ich. Diesmal kriege ich dich. Also diesmal kriege ich einen. Ich habe eine bessere Waffe, ich habe eine bessere Rüstung. Komm schon! Block nicht ständig! Oh, das sieht schlecht aus. Ich würde hier gerne mal wieder Schaden machen, ja, aber irgendwie... scheint das gerade nicht zu klappen. Hey! Hey, ich bin weggerannt, du Sau. Verfolgt er mich einfach? Naja, gut. Wie gesagt, diese Teile, die sind echt mies. Weil die voll reinhauen. Und schwer umzubringen zu sehen. Also gut, ich hätte jetzt gedacht, ich schaffe einen. Aber, okay. Dann ist Gorn wohl doch noch ein ganzes Stück stärker als ich gerade. Ich weiß halt nicht, warum ich manchmal echt keinen Schaden mache. Ich finde es bescheuert, dass die Tiere irgendwie blocken können. Ich meine, womit denn? Mit ihrer Pfote? Dann haue ich die halt ab. Ich meine ja nur, die haben halt keine Waffe, die sie irgendwie vorausschicken können. Um meine Waffe zu parieren. So, habe ich denn einen Überblick auf der Karte über da, wo ich gerade bin? Ja, habe ich tatsächlich. Und ich möchte da jetzt gleich rechts abbiegen. Und da habe ich es dann wieder geschafft, dass er geradeaus weiterläuft, während ich in den Charakterbildschirm schaue. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das zustande kommt. Das muss ein Bug sein. Oh, Wölfe! Ich mag Wölfe. Leider greifen sie mich an, deswegen muss ich mich wehren. Oh, my God.
Und da habe ich auch mal eine Stufe. Yeah! Gehe ich jetzt zurück zu den Magiern und versuche, die Rüstung zu holen. Ich würde ja gerne endlich mal zu Xardas. Ja, komm, ich habe jetzt ein paar Lebenspunkte mehr. Damit komme ich doch jetzt bestimmt besser durch, oder? Ich dachte, ich könnte hier irgendwo rechts abbiegen. War da nicht was? Nee, Moment, hier nicht. Ich bin hier falsch. Da war das doch der andere Weg da oben. Was raschelt da so? Hä? Hab ich das gerade übersehen? Oder war das unsichtbar? Könnte beides sein. Den Weg hier meinte ich. Den da habe ich wahrscheinlich von oben übersehen. Ich zieh mal lieber die Waffe und eigentlich sollte ich auch mal wieder speichern. Das habe ich schon zu lange nicht mehr getan. Am besten zweimal. Ist eigentlich schön hier, ne? So. Im Orkgebiet. Oh. Kriege ich die klein oder sind es Orkkunde? Ah ja, die kriege ich klein. Oh, die sind ja süß. Oh, sind die süß. 120 Erfahrungspunkte. Und sie geben Fleisch, Krallen und Fell. Nee, Krallen, Zähne und Fleisch, Entschuldigung. Oh, die sind süß. Die sehen so böse aus, aber die können so überhaupt nichts. Nette Gegner. Im Gegensatz zum Schattenläufer. Der ist schön flauschig und böse. Die hier sehen böse aus, aber können halt nichts. So lustig. So, da bin ich, glaube ich, im Ork-Gebiet, so wie das aussieht. Immerhin ist hier ein Ork. Mehrere Orks. Ich bin begeistert von der Waffe, ehrlich gesagt, dass die so die leichteren Orks, die kleineren Orks, einfach mit einem Schlag sogar kaputt kriegt. Ist das Xardas-Turm links? Nee, das ist das alte Lager. Der Turm von Xardas müsste hier irgendwo... Ist das Xardas-Turm? Der Leiter da? Nee, ne? Das ist nicht Xardas-Turm. Aber bestimmt ein guter Ausblick. Ach du Scheiße, hauen die rein. Ja, so viel dazu. Boah, was? Wo habe ich denn plötzlich so viel Schaden gekriegt? War das echt erst alles von den beiden? Wie oft haben mich denn die gehauen? Ja, komm. Dann... Ah, okay, das war wohl ein kritischer Treffer gewesen vorhin. Der eine Treffer, der ihn umgelegt hat. Könnt ihr bitte herkommen? Und zwar nur zwei von euch, bitte. Einer ist auch gut. Dumm-di-dumm. Und jetzt der nächste, bitte. Next. Und ich dachte noch, die Orks wären intelligent. So viel dazu, hm? So intelligent sind die gar nicht. Na komm, jetzt weinen wir nicht fertig. Ich muss nur den ersten umlegen. Bevor der zweite zu mir kommt. Hat nicht ganz geklappt. Aber hey, gut genug. Wie war das? 44. 8, 2, 6, 0. So. Na, okay. Wahrscheinlich habe ich jetzt 10 zu viel geheilt. Egal. Ist ja auch egal. Ich wollte auf den Turm da hochklettern und mich umschauen. Wenn ich schon keine Karte habe vom Orkgebiet, dann hätte ich zumindest gerne eine grobe Übersicht von oben. Oder gibt es hier irgendwo eine Falle oder sowas? Ich speichere mal zur Sicherheit. Hm.
vielleicht auch rein kann irgendwie? Vielleicht von oben? Okay, hier gibt es nichts. Aber... nicht mal die Aussicht ist gut. Den fetten Baum da. Da drüben ist der nächste Turm, sehe ich gerade. Okay. Auf der Karte bin ich hier halt auch nicht mehr. Aber das ist tatsächlich dann der Weg, der aus dem Kartengebiet rausführt. Dann folge ich dem nochmal. Um jetzt endlich mal zu Xalas zu kommen. Ich meine, hey, es geht ja immerhin darum, aus der Barriere auszubrechen. Das ist ein Schwarzmagier. Schwarzmagier sind cool. Ich mag Schwarzmagier. Da haben doch gerade Orks ihre Waffen gezogen. Wo sind die? Ach, die stehen da einfach nur. Ich will sie jetzt nicht aus den Augen lassen. Na, komm her. Ah, und da kommen die Orks. Okay, einer. Nur einer. Und da kommt der andere. Critical Hit. One-Hit KO. So, Gegner ausnehmen. Ah, da ist ja noch einer. Ich wollte da jetzt nach rechts, ich weiß, aber ich würde gerne einen Blick hier rüber werfen. Wo bin ich denn hier? Da unten ist Wasser. Ist das da hinten die Hütte von Kamalorn? Das könnte sein. Ach, und da ist das alte Lager. Okay. Ah, ist das die Horde von vorhin? Sieht so aus. Ja, und da unten sind die beiden Gardisten. Und die Höhle, die ich erforschen wollte, sitzt direkt vor mir. Hinter der Ork-Hund-Meute. Und da rechts sind Orks. Yeah. So wie ich das in den letzten paar Folgen gesehen habe, reagieren die Orks auf die Hunde, aber die Hunde nicht auf die Orks. Also wenn die Hunde mich wittern, dann kommen die Orks aus der Nähe unter Umständen mit. Aber andersrum halt nicht unbedingt. Das heißt, ich glaube, es ist sinnvoller, die Orks zuerst auszuschalten. Und danach dann die Hunde. Und da ich jetzt wieder da bin, wo ich vorhin war, in der letzten Folge, bin ich damit auch fast wieder schon bei Xalas Turm. Also zumindest in der Nähe. Ich habe ihn ja schon mal gesehen. Gut. Das klingt doch alles vielversprechend. Ich glaube, die beiden Gardisten lasse ich mal noch Gardisten sein. Ich kümmere mich erstmal hier um die Orks. Und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.